Was dir, dass Lützebüsch weltweit zu den Ländern gehört, die am meisten an der Entwicklungszusammenarbeit investieren. 1% vom PIB geht all Jahr für die Unterstützung von den Entwicklungsländern freigestellt. Insgesamt kofinanziert Lützebüsch über 1000 Projekte und das an 82 Ländern. Wieso ist Entwicklungszusammenarbeit wichtig? Die Entwicklungszusammenarbeit zielt in erster Hinsicht auf Bekämpfung von der extremen Armut an der Welt und trägt zu sozialer, politischer und wirtschaftlicher Stabilität und Sicherheit bei. Kooperationszusammenarbeit visiert außerdem Förderung von der Bildung, Gleichstellung von den Geschlechtern, den Zugang zum propren Wasser und Lebensmittelversorgung, den Zugang zu proper und bezahlbarer Energie, Verbreitung von den Menschenrechten, den Zugang zu medizinischer Versorgung und steuert dem Klimawandel entgegen. Wie viel Summen investiert Lützebüsch und mit welchen Ländern fährt Lützebüsch eine Kooperationszusammenarbeit? 2022 liegt das Gesamtbudget für die Kooperation bei über 500 Millionen Euro. Neben den 86 Ländern, an denen Lützebüsch Projekte finanziert, zählen wir 6 Partnerländer, mit denen wir eng und langfristig Zusammenarbeit feiern. Das sind die Kap Verde, der Senegal, der Mali, der Niger, der Burkina Faso und der Laos. Wir werden Entwicklungszusammenarbeit und nicht Entwicklungshilfe. Wir benutzen den Begriff Entwicklungszusammenarbeit, weil wir die Länder, mit denen wir zusammenarbeiten, als gleichberechtigte Partner angesehen. Ziele von dieser Zusammenarbeit sind gemeinsam definiert und Verantwortung wird von beiden Seiten geteilt. Nur wenn wir zusammenhalten und noch solidarisch sind, können wir Probleme an der Welt lösen.